Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind wieder mit Kalle in Washington DC unterwegs und wir sind auf dem Weg zur Schlosssiedlung. Unterwegs werden wir ein paar SHD-Behälter einsammeln. Wir wurden gespottet, von wem auch immer. Und ja, dann werden wir natürlich auch noch das machen, was uns hier unterwegs ist, so vor die Füße fällt. Apropos vor die Füße fallen, gerade eben wurde hier ein Supply Drop abgesetzt. Den werden wir uns natürlich auch holen. So, schauen wir mal. Registriere zusätzliche Feindkontakte. So, den kriegen wir noch, bevor sie eintreffen, denke ich mal. Komm, 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 die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Nachschublieferung eingenommen. Sich nähernde Feinde erkannt. Zusätzliche Feindkontakte. Sich nähernde Feinde erkannt. Ein bisschen unübersichtlich gerade. Schon fast wieder vergessen, dass ich im Hardcore-Modus spiele. So. Eine AK, nice. Nachschublieferung eingenommen. Alle Kisten sind leer. Nachschub erfolgreich geliefert. Jawohl. Gut, das hat ganz gut geklappt. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe mir schon mal den ersten SHD-Behälter markiert. Nachdem wir jetzt den Trauma-Einsatz im Viewpoint Museum hinter uns haben. Interessant, guter Kommentar unter dem letzten Video, dass es im Viewpoint Museum einen versteckten Raum gibt. Das habe ich gar nicht gewusst. Und habe mich dann ein bisschen informiert und da sind wir tatsächlich dran vorbeigelaufen. Sollte ich jemals wieder ins Viewpoint Museum kommen, werde ich den natürlich auch noch abgreifen. Aber wir wissen ja eigentlich alle, dass diese versteckten Räume großartig nicht irgendwie besonderen Loot bieten, aber wir werden ihn uns einmal anschauen. Der Pisser. So, komm raus. Okay. Ich glaube, ich bin hier falsch, aber ist egal. Da unten gibt es bestimmt auch noch was zum Aufmachen an Loot. Nehmen wir mit. So, Freunde, Wochenende. Leider muss ich morgen früh am Sonntag arbeiten. Das heißt, es wird wieder kein Sonntags-Survival geben. Für alle, die darauf warten, sorry, Leute, aber morgen früh ist Frühschicht angesagt. So, hier ist auch ein SHD-Behälter. Den hatte ich gar nicht markiert, aber egal. Das Spiel hat mich trotzdem hierher geführt. Passt. Vielleicht war es doch der, der markiert ist, aber manchmal ist das Navi halt auch ein bisschen komisch. Manchmal ist das Navi komisch. So, jetzt pass auf. Jetzt würde mich doch mal interessieren, ob das AKM, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das AKM besser. Schauen wir mal, was wir da an Mods haben.
Nehmen wir Präzision. Dann nehmen wir Präzision. Nochmal Präzision. Magazin, was haben wir da? 7,2 Kopfschussschaden, okay. Und das war's auch schon. Mod machen wir keinen drauf, also keinen Aussehensmod. Der Rest wird gleich mal zum Verschrotten markiert. Was haben wir hier? Douglas und Harding. Waffenschaden, Pistolenschaden. Dafür würde uns ein Fertigkeitenrang fehlen. Ja, jetzt ist das alles noch nicht so dramatisch. Extreme Fertigkeitenrang, einer mehr. Dafür halt weniger Schaden. Die heben wir uns mal auf. Und ansonsten haben wir ja nichts. Bei den Mods, was kam da noch? Ich glaube, da war was fürs Schild, ja genau. Platinenplatz-Deflektorschaden. Nein. Okay, Karte. Dann nehmen wir jetzt den. Was haben wir hier? Agent Brooks Unterstützung. Das machen wir noch nicht. Wir gehen jetzt einmal hier, so wie die Story es haben will. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus. Okay. Ich verstehe. Ja, ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen ausgepowert. Es war wieder eine komische Woche. Um es mal so auszudrücken. Aber im nächsten Monat normalisiert sich wieder alles. Hoffe ich zumindest. Aber so ist es zumindest mal kommuniziert, arbeitstechnisch. So, SHD-Behälter. Der kam nicht mehr zum Aufstehen. Das hier ist auch so ein Bezirk, den ich jetzt nicht so prickelnd finde, ehrlich gesagt. Zum Farmen ist er ganz gut, weil es hier sehr viel Elektronik und solche Komponenten gibt, die hier rumliegen. Zumindest in bestimmten Bereichen. Aber ansonsten bietet er nicht viel Abwechslung. Öffentliche Hinrichtung. Elektronisches Gerät erkannt. Elektronisches Gerät erkannt. Okay. Da ist es. Ich brauche neue Platten, ne? Da sieht man mal, wie schlecht die Übersetzung ist. Ich habe das Spiel jetzt mal auf Deutsch, weil ich musste letztens was klären, weil ich den Verdacht hatte, dass da was falsch übersetzt worden ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich lasse es einfach mal auf Deutsch. Jawohl, der Sunny ist raus. Ist aus dem Spiel genommen. Alle Geiseln gerettet. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen im Mund. Mühsam steigt Hank im Rang auf. Schauen wir mal, was es hier unten noch gibt. Einer was verloren, das nehmen wir natürlich auch mit. So, und dann sind wir schon am Schloss.
Schloss auch sehr verschwendete Gelegenheit, ein bisschen mehr fürs Game zu tun. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was. Ist natürlich klar, viel können wir hier nicht machen, nachdem das komplett verseucht ist mit dem DC-62. So, dann schauen wir mal hier rein. Mörserangriff, Chemiewaffen. 7 Überlebende. Ja, Manny, 7 insgesamt. Der Sheriff ist gerade gekommen. Können Sie diese Leute in Sicherheit bringen? Ich werde den Bastard umbringen, der das getan hat. Du bist in Sicherheit, versprochen. Der Sheriff sorgt für euch. Der Angriff kam vom Jefferson Plaza. Tun Sie, was nötig ist. Jawohl. Hey! Töten Sie alle. Das brauchen Sie mir nicht zweimal sagen. Kalle nimmt keine Gefangenen. Jo, dann los, Jefferson Plaza. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Komm hier vorne eigentlich raus. Ich glaube, ich bin nie hier vorne raus. Ja, man kommt tatsächlich raus. Ich laufe immer die rechte Seite raus, weil da ja der gute Snitch meistens steht bei mir. Am schnellsten wird es durch den Kontrollpunkt gehen, ne? Okay. Dann müssen wir wohl schnell einen Kontrollpunkt einnehmen. Ich wünschte, es würde was Interessantes passieren, sagt er. Oh, 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 Gendeckung. So, hier sind wir richtig. Und Kollegen rufen. Verstärkung unterwegs. Freut ganz schön die Kalaschnikow. Aber macht nichts. Den da oben holen wir jetzt eben mit der Handgranate. Das ist gleich verschwunden. Denk dran, Ü, du bist im Hardcore-Modus. Keine Heldentaten. Schwer gepanzerte Feind. Holt euch! Upp.
Jawohl. Down. Da, dann gehen wir hier oben schön in Deckung. Sehr gut. Ich hab das noch irgendwas hier auf der Seite. Würdest du mich bitte vorbeilassen? Das ist auch so ein Ding. Ah. Die AI, die einen immer im Weg steht oder einen aus der Deckung rausschiebt. Sehr gefährlich manchmal. Hab ich dich. Die Drossel angenommen. Gerade mein Level 12, auch nicht gerade mein Lieblingskontrollpunkt, muss ich ehrlich zugeben. So. Dann sammeln wir hier noch alle die Goodies einführen für den guten Kalle. Munition müssen wir auch noch auffüllen. Stay out. Sehr schön. Anfertigungsmaterialien. 511 Handschuhe in Grien. In Grien, sagt man bei uns. So, das schauen wir noch mal. Ja, okay. Aber hier werden zwei blaue Sachen drin sein. Vielleicht noch ein Bonus. Kein Bonus. Natürlich wieder Eraldi Holdings. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. So, jetzt verschrotten wir mal den ganzen Mist hier. Die Covid. Die könnten wir eigentlich auf den zweiten Slot legen, ne? Die könnten wir eigentlich auf den zweiten Slot legen. Weil die Stoner Level 8, die ist langsam ein bisschen zu unterversorgt. Kommt aber mit der hier. Oh, wobei, die hat schon noch Power. Die hat schon noch Power. Die haben wir schon markiert. Da haben wir gesagt, die heben wir uns auf. Eraldi. Scharfschützengewehrschaden. Wäre jetzt natürlich mit der Cobalt nicht schlecht, ne? 1-3. Rüstung. Rüstung haben wir halt dann echt weniger. Ne. Das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Wobei es eigentlich... Nee, bei durchgeführten Reparaturen, das bringt uns nichts. Wobei wir hätten dann schon ein bisschen mehr Rüstung, ein bisschen mehr... Naja. Und die Sokolov machen wir schon zweimal nicht. Die Sokolov machen wir schon zweimal nicht rein. So, für den Drohnenstock brauchen wir nicht. Was war noch? Nochmal fürs Schild. Schild Lebensenergie brauchen wir auch nicht.
So, weiter geht's. Jefferson Plaza ist ja gar nicht mehr so weit weg. Dann mal los, genau. Halt, wir müssen natürlich die Kurve noch mit Mods versehen. Präzision, naja, Präzision hat sie von Haus aus, ne? Da haben wir noch gar nichts. Und das passt ja so. Halt. Mündung, haben wir für Mündung schon was? Stabilität, okay. Okay, los. Alle bereit machen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. So. Ist hier noch Rucksack geplündert, Kohlefaser, sehr schön. Nein, hier, wir müssen die Treppe runter. Hier unten schleichen normalerweise immer welche rum, aber diesmal sind es eigene. Na Leute, alles fit? Hallo. Ich würde gerne noch weiter mit euch plündern. Plaudern, aber ja, ich muss dann mal los. Aber das hier nehme ich noch mit. Bitte? So ein Boss. Das macht die Drohne schon da hinten. Jawohl. Oh, da ist noch einer. Jo, hat schon Power, ne? Die Covert. Aber wieder dieses Einzelnachladen, das ist auch, das hasse ich. So, und der Boss hat natürlich dementsprechend unserer Stufe entsprechend den Loot dabei. Also nichts Spektakuläres. Hier kommen wir dann gleich wieder raus, wenn alles erledigt ist. Los geht's. Sie müssen die True Suns daran hindern, die U-Bahn für den Transport chemischer Waffen zu nutzen. Legen Sie also jeden Zug lahm, den Sie finden. Diese Munition darf nicht verteilt werden. Denken Sie daran, wie es dem Schloss vergangen ist. Geschütz habe ich nicht freigeschaltet, verstehe ich. Hätte ich jetzt freischalten können. Okay. Ja, hilft nichts. Jetzt sind wir schon mal da, gell? Jetzt müssen wir so durch. Wobei die Drohne ist auch nicht schlecht, dadurch, dass sie eben an die Gegner rangeht. Aber gerade hier habe ich normalerweise immer das Geschütz gut eingesetzt. Irgendwo da auf 12 Uhr ist noch einer. Da oben. Hol ihn dir. Jetzt. Vorbei halt zweimal, ne? Counter Sniper. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Würdest du runterspringen, Kalle? Danke. Summit Handschuhe brauchen wir auch keine.
Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt hier. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Über mir. Das wäre jetzt cool, wenn das Telefon da rausfallen würde, ne? Ja. Aber ich glaube schon, bei dem Telefon kommen wir erst noch vorbei. So was ist. Betriebsbereiter Zug erkannt. Agent, setzen Sie diesen Zug irgendwie außer Gefecht. Kein Problem, mache ich. Wir haben Wilson eventuell vor dem Haupteingang zum Mall entdeckt. Wilson! Wir müssen diesen verdammten Hurensohn erledigen. Von Ihnen aus gibt es keinen direkten Weg. Also müssen Sie durch das Hotel in die Mall gelangen. Theoretisch müsste ja da hinten irgendwo dieses Telefon sein, ne? True Sons und Black Task Schließfächer entdeckt, aber nützt uns nichts, denn wir haben keine Schlüssel. Also ignorieren wir die auch mal. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Hol die Munition, wir müssen die Kampfmittel sichern. Negativ, die U-Bahn ist nicht sicher. Such den anderen Weg. Ich glaube, der steht gleich hier unten. Ja, das tut er. Okay. Das scheint safe zu sein. Halt. Hier sollten wir uns nochmal versorgen und hier auch, weil eins haben wir verbraucht. Okay. Hat er jetzt nicht auf 4 erhöht. Warum nicht? Nein, das war nicht so gut. Okay. Die Situation haben wir auch unter Kontrolle. Hier im nächsten Raum würden wir auch wieder das Geschütz brauchen, aber naja. Elektronisches Gerät erkannt. Was nicht ist, ist nicht, ne? Die Schlosssiedlung ist das Gebiet von Sergeant Snow, General. Mike Snow, Captain Wilson. Ja. Das war wahrscheinlich das Telefon, das wir vorhin gesehen haben über uns. Tja, Granate, Munition. Los geht's.
Das glaube ich nicht. Drohne mal aktiv. Falsch rum. Feindliche Truppen im Anmarsch. Okay, jetzt droppt natürlich was Blaues. War ja klar. Dann müssen wir jetzt auch da runter. Aber ich sehe gerade, können wir noch ein bisschen Spezialmunition aufnehmen. Jawohl. Ein 5-11 Rucksack. Der könnte vielleicht gar nicht so schlecht in unser Konzept passen. Ja. Der passt gut. Den nehmen wir. Und den verschrotten wir. Oder verkaufen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir doch mal gucken, was besser ist. Wobei, wenn ich so überlege, das Geschütz ist jetzt am Ende wahrscheinlich nicht so gut. Da ist die Drohne wahrscheinlich besser, wenn wir oben den Boss erreichen wollen oder den Mörser schützen. So. Gasmaske auf. Zack. Sie einen kontaminierten Bereich. Toxin DC62 erkannt. Kontaminierungslevel tödlich. Verdammt, diese Werte sind verrückt. Hier muss ein Labor sein, wo sie es waffenfähig machen. Sorgen Sie dafür, dass es stillgelegt wird. Ja, Sir. Mach ich. Kommt doch jetzt auch so ein Panzerfaustschütze da hinten. Oh, das ist ein fetter. Gehen wir mal nah ran, ihr wisst ja, ne? Safety first. Okay. Der hatte nicht viel zum Kampf beizutragen, der Typ. Burgers. Burger. Da haben wir wieder eine Maßnahme, ne? Na kommt. Nein, den sehe ich von hier aus nicht. Den dritten Kanister. Aber von hier. Ist er tot? Ausgezeichnet. Nein, er ist nicht tot. Du bist tot. Ach, jetzt kommt das mit dem. Genau. Ja.
Wo kommen sie? Da ist einer. Der ist down. Dann werden wir die jetzt mal aufscheuchen da. Der ist auch down. Der letzte. Okay. Safe. Drohne weg. Und jetzt kommt das große Finale. Bis jetzt hält er sich ja ganz wacker, ne? Der gute Kalle. Ach, wir können wahrscheinlich noch nicht mehr wie drei Medikits tragen, deswegen. General, da ist eine Frau. Die sagt, sie wäre eine Vertreterin der Theatersiedlung. Sie will mit Ihnen sprechen. Worüber? Sie will verhandeln. Verhandeln? Warum sollten wir mit den Leuten verhandeln wollen? Ja, warum? Ich frag sie. Das ist ja auch ein Typ, Alter. Sie verlassen einen kontaminierten Bereich. Hier vorne. Jetzt kommt doch der Mörser-Typ. Mörser-Alte, wer auch immer. Oder ist der nur bei den Black Tusk, wenn das ein Invasionseinsatz ist, glaube ich, ne? Ja, super. Keine Gegner in Sicht. Gute Arbeit. Wilsons Einheit ist außer Gefecht und die Chemiewaffenpläne der True Suns sind auf Eis gelegt. Außerdem hat Kelso gerade bestätigt, dass die Überlebenden aus dem Schloss sicher in der Dachsiedlung angekommen sind. Sehr gut. Was passiert ist, ist passiert. Aber wenigstens wird es dank Ihnen nie wieder geschehen. Genau. Kalle hat nämlich Schlimmeres verhindert. Ihre Fertigkeiten in der Basis zu erweitern. Machen wir. Aber zuerst sammeln wir hier das Handy von der Tante ein. Oder von dem Typ, was auch immer das war. So. Oder war das auch nur beim Invasionseinsatz? Ich weiß es nicht mehr. Ich bringe das immer alles durcheinander, Story und das, was dann im Endgame kommt. Kontaminierter Bereich. Aber das war jetzt eine recht entspannte Runde für einen Samstag. Hat mir gefallen. Ich werde jetzt dann erstmal ins Weiße Haus gehen. Und meine nächste Fertigkeit freischalten. Und euch wünsche ich noch einen schönen Samstagabend. Genießt ihn. Gott sei Dank ist es erst Samstag. Wie gesagt, ich bin morgen früh bei der Arbeit. Aber morgen Nachmittag wird ein Video kommen. So viel kann ich schon verraten. Und zwar wieder ein Koop-Video mit dem guten Dad und mir. Und wir machen mal wieder die Galaxien in Destiny 2 in der Hexenkönigin-Kampagne unsicher. Und ja. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Bleibt gesund, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos oder Livestreams. Und bis dahin, tschüss, euer Ü40. Das war jetzt auch ein bisschen zusammengehoppelt, ne? Egal. Ihr könnt jetzt abschalten. Bis dann.